Dann schauen wir uns jetzt als nächstes mal ein paar Beispiele an, was ich jetzt denn wirklich mit der PowerShell machen kann. Und zwar als erstes gucken wir mal auf das Benutzermanagement, was wir da umsetzen können oder wie uns da die PowerShell unterstützen kann. Genau, korrekt. Eben bezogen auf das Thema User-Management, Benutzermanagement, habe ich jetzt natürlich ziemlich viele Möglichkeiten. Okay. Ja, wir haben uns jetzt hier mal, oder ich habe mir für heute ein paar kleine Dinge rausgesucht, die wir dann mal austesten können, um die PowerShell dann auch da kennenzulernen. Okay. Dafür gehen wir in unser Visual Studio Code rein. Also sprich, wir sind jetzt nicht in der PowerShell, wo ich wirklich Befehle hinschicke zu meinem Office 365, sondern wir bewegen uns jetzt in dem Visual Studio Code, wo ich zuerst mal ein Skript mehr oder weniger mir zusammenbastle, oder? Ja, genauso wie bei der ISE ist beides quasi kombiniert. Das sehen wir auch. Hier oben haben wir unser Skript. Okay. Und hier unten ist der sogenannte Terminal. In dieser Konsole ist die PowerShell geladen. Das kann man hier unten sehen. Okay. Also sprich, das wäre jetzt das Gleiche, wie wenn ich in der PowerShell, wenn ich die aufrufe und da was reintippe. Das ist das Gleiche, was du jetzt im unteren Fenster hast. Genau, okay. Korrekt. Okay. Das wäre genau das Gleiche. Okay. So, dann habe ich hier was vorbereitet für unsere Demo. Okay. Zunächst einmal wollen wir hingehen und uns verbinden mit Office 365. Das machen wir über dieses Azure AD-Modul. Okay. Wenn ich hier mein Passwort eingebe, das ist jetzt hier alles ein bisschen anders als das, was wir eben gesehen haben in der normalen PowerShell. Okay. Jetzt habe ich diese integrierte PowerShell. Dort fragt er mich nach dem Passwort in der Konsole. Aha, also nicht das Fenster, wo wir vorher gesehen haben. Genau, aber der Output hier ist letzten Endes der gleiche. Okay, also du hast dich jetzt connected oder die Verbindung hergestellt zu deinem Office 365. Richtig. Das war jetzt das Gleiche, was wir gerade vorher gesehen haben. Okay. Genau. Und hier nur mal um das Beispiel zu sehen, ich habe hier den Befehl verwendet, das Commandlet Connect IFB Azure AD. Der steht jetzt wiederum in meinem Modul drin, was ich angelegt habe. Okay. Und macht hier nichts anderes, als dass er Parameter übergeben bekommt und diese Parameter jetzt weiterreicht an das Connect Azure AD. Aha, okay. Also sprich, du hast jetzt da nicht nur mit dem Standardmodul gearbeitet, sondern du hast jetzt schon auf ein Modul von euch zurückgegriffen, in dem irgendwelche Befehle dann noch mit drin stecken. Genau. Also wenn jetzt ich in meinem PowerShell diesen Befehl verwenden würde, dann würde ich jetzt eine Fehlermeldung zurückkriegen, weil der das Modul von euch nicht kennt. Richtig, genau. Okay. Ja. Aber diese Befehle, wo jetzt da drin stecken, die könnte ich schon verwenden, weil absolut, die sind wiederum standardisiert und die habt ihr jetzt bloß zusammengefasst und in ein Modul wieder verpackt und dazu in dem Modul gibt es dann ein Commandlet und das Commandlet greift auch verschiedene andere Commandlets dazu und du rufst jetzt mit diesem Commandlet drei weitere Commandlets auf oder so. Genau, das hier ist jetzt das einfache Beispiel, das hier hätte ich nicht machen müssen, aber es ist ein relativ simples Beispiel, um zu sehen, wie ist denn diese Funktion eigentlich aufgebaut, die ich halt eben aus einem anderen Modul aufrufen kann. Das Gleiche kann man sich jetzt vorstellen mit auch den Office 365 oder diesem Azure AD-Modul. Okay. Das sieht genauso aus. Okay. Wenn wir da ganz runter gehen in diesem Modul, dann exportiere ich hier alle Funktionen mit Sternchen. Okay. Das sorgt dafür, dass dieses Modul, dieses PSM1-File, diese ganzen Funktionalitäten bereitstellt. Aha, okay. Ich könnte jetzt hier auch explizite Funktionen angeben und die anderen Funktionen werden dann sozusagen nicht zur Verfügung gestellt. Okay. Nur die ich tatsächlich hier exportiere. Okay. Ja. Und in dem Beispiel jetzt zu bleiben, wir sind jetzt verbunden und möchten jetzt einen neuen User-Account anlegen. Dort habe ich jetzt auch eine eigene Funktion von uns, die New IFB Azure AD User und übergebe hier einen Vornamen und Nachnamen und bekomme zurück ein Passwort, was wir hier sehen. Okay. Ja. Das wäre jetzt schon ein etwas komplexeres Beispiel. Wenn wir uns die Funktion anschauen, da haben wir den User, die auch über dieses Modul bereitgestellt wird. Okay.
Und hier sehen wir schon, hier ist ziemlich vieles gekapselt. Also hier sehen wir ein Beispiel von einer, ich sage jetzt mal, Standardisierung, Automatisierung von diesem Prozess neuen Benutzer anlegen. Ich gehe hier schon gleich hin und sage halt, der Mail-Nickname, der wird automatisch zusammengebaut aus Vorname und Nachname. Okay. Die Usage-Location, was die tatsächliche, der Ort ist sozusagen, dem dieser User zugeordnet ist in Office 365. Kann man beim Anlegen ja auch angeben, Deutschland, DE, US, je nachdem. Das ist alles hier quasi schon gekapselt, dass ich das alles nicht hier mit eingeben kann. Man sieht hier aber auch diesen Befehl New Azure AD User. Das wäre jetzt wieder der Standardbefehl. Genau, das wäre der Standardbefehl und dort kann ich natürlich ziemlich viel mitgeben. Das ist jetzt auch nur ein Auszug davon. Okay. Given Name, Display Name, Passwortprofil und so weiter. Okay, also sprich, das sind jetzt eigentlich die einzelnen Befehle, die ich in der grafischen Benutzeroberfläche untereinander habe, wo ich die einfach in der Formular nacheinander eintrage. Ja. So gebe ich die jetzt als Parameter hier mit. Genau. Also ich rufe mit New Azure AD User den Befehl auf und dann gebe ich nacheinander Vorname, Nachname und so weiter rein. Und das Weiße ist immer der Parameter. Oder ja, da rufe ich den Parameter auf und danach tippe ich dann ein, was ich da haben will. Genau. Okay. Und der Parameter, das sieht man hier halt auch, wenn ich jetzt hier einfach mal das Minus eintippe, dann sehe ich auch, welche Parameter stehen denn noch zur Verfügung. Also sprich, der guckt jetzt von New Azure AD User und guckt dann da rein, mehr oder weniger zeigt er mir dann die ganzen Felder an, wo ich zur Verfügung habe und jetzt könnte ich sagen, ja, City, da möchte ich noch was reinschreiben. Okay. Genau. Das machen wir jetzt hier an der Stelle nicht. Wenn wir jetzt diesen Befehl verwenden, so wie hier, haben wir jetzt hier noch eine Besonderheit mit drin in diesem New IFB Azure AD User, dass wir an der Stelle ein Default Passwortprofil erstellen. Okay. Und für dieses Passwortprofil generieren wir ein Passwort. Man kennt es vielleicht aus der Benutzeroberfläche, wenn man einen neuen User anlegt, wird auch ein Passwort generiert. Das haben wir jetzt hier ersetzt durch unser eigenes Passwort oder unseren eigenen Passwortgenerator, der dann letzten Endes hier auch dann wieder zurückgegeben wird, wie man hier unten sieht. Und das wäre dann das Passwort, wo der jetzt zurückgeliefert hat. Genau, mit diesem Passwort könnte sich jetzt der User dann auch anmelden. Der Ben Utzer, den du da angelegt hast. Wenn wir jetzt hier noch einen zweiten User mit hinzufügen, und beide User, haben wir ja eben gesehen, werden defaultmäßig in der Usage Location DE angelegt. In diesem Tenant, dem Beispiel Tenant, den wir da haben von Microsoft, ein Contoso Tenant, sind alle User, die dort schon drin sind, in US. Aha, okay. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Befehl mal nutzen, um alle User uns ausgeben zu lassen, können wir den auch mit gewissen Filtern versehen. Das heißt, wir haben jetzt hier schon eine Art von Management der User. Wenn ich jetzt wissen will, wer ist denn jetzt tatsächlich alles in der Usage Location DE, dann kann ich diesen Befehl ausführen. Das ist ein Standardbefehl, ein Standard-Commandlet, mit dem Filter-Attribut und bekomme dann als Ausgabe hier unten diese beiden Objekte zurück. Okay. Das aber werden nur, die beiden Nutzer, die wir jetzt gerade angelegt haben. Okay. Genau. Und der Befehl, den du jetzt genutzt hast, das war Get Azure AD User. Okay. Und dann mit dem Parameter Filter und dann hast du gesagt, okay, jetzt willst du nur die DE, also die Deutschen. Okay. Genau. Wer noch den alten Befehl kennt, das wäre in dem alten Modul, wäre es der Get MSO User. Begegnet einem noch sehr, sehr oft, wenn man googelt und sich so Office 365 Skripte anschaut, einfach bedingt dadurch, dass es halt jahrelang der Weg war gegangen ist. Hier aber auch noch ein Beispiel über diesen Search String, kann ich mir auch einen Nutzer ausgeben lassen oder mehrere Nutzer, je nachdem auf welche das dann zutrifft. In dem Fall bekommen wir nur einen zurück und bei PowerShell kann man auch gewisse Commandlets miteinander pipen, nennt man das dann, also in eine gewisse Reihenfolge setzen. Okay. Das heißt, der zweite Befehl hier nutzt jetzt das Ergebnis des ersten Befehls. Okay. Kann also ich sprich, mit dem ersten Befehl hole ich mir die Nutzer, die alle Ben irgendwo drin haben. Richtig. Okay. Ja. Und jetzt habe ich da eine Ansammlung von Benutzern, also in unserem Fall einen. Ja. Und den gebe ich jetzt weiter an den Befehl remove. Richtig. Azure AD User. Und wenn wir den jetzt ausführen hier,
dann sorgt es natürlich dafür, dass dieser User auch wieder gelöscht wird. Okay. Wir können wieder oben unseren Befehl ausführen, um alle Benutzer mit dieser Usage Location zu bekommen. Okay. Und wir werden sehen, es gibt nur noch einen. Okay. Ja. Das als Beispiel, wie man halt auch diese User anlegen kann und auch löschen. Okay. So, jetzt wollen wir den Ben aber wieder anlegen. Weil wir können natürlich jetzt hier noch weitere Dinge machen. Und in dem Beispiel habe ich auch noch ein Szenario, was ja, fast alltäglich, würde ich sagen, in einem großen Unternehmen vorkommt. Ich muss natürlich gewisse Benutzer halt auch sperren können. Okay. Aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ja. Und um das machen zu können, das sieht man hier, geht über PowerShell auch super einfach. Ich verwende wieder die gleiche Methode, indem ich halt zwei Befehle aneinander kette. Mhm. Und für den Benutzer, den ich mir vorne hole, oder die Benutzer, setze ich das Attribut Account Enabled auf False. Okay, also du gehst jetzt wieder hin und holst dir die Nutzer alle raus, die Ben heißen, ja. Und die übergibst du an diesen Befehl Set Azure AD User und da setzt du dann die Einstellung von diesem User auf False. Richtig. Okay. Genau. Und wenn wir das hier durchführen, dann würde das jetzt bedeuten, dieser neu angelegte User hat jetzt keine Berechtigung mehr, sich anzumelden. Okay, also den gibt's noch, dem seine Daten sind jetzt noch richtig. Da, dem sein OneDrive ist noch da, alles aber noch da, er kann sich nicht anmelden. Richtig, okay. Das ist gesperrt, ja. Gut. Und ebenso einfach ist es natürlich auch, das Ganze wieder aufzuheben mit Account Enabled Doppelpunkt True. Okay. Dann wird es wieder umgesetzt, dass ich mich wieder anmelden kann. Ja. Des Weiteren haben wir auch sowas wie Password Reset. Ich meine, heutzutage ist es sehr, sehr einfach möglich, das Password Reset in einem Self-Service zu machen, in Office 365. Nichtsdestotrotz, es gibt noch viele Unternehmen, die haben das standardisiert und automatisiert mit einem eigenen Prozess, sage ich mal. Und auch das wäre jetzt gar kein Problem, zu sagen, ich setze für diesen User jetzt ein neues Passwortprofil. Okay. Oder auch für mehrere User. Und kann dort natürlich gewisse Einstellungen dann mitgeben. Also ich kann ein neues Passwort vergeben. Okay. Was ich dann dem Nutzer geben kann und kann sagen, hey, du hast dein Passwort vergessen. Hier ist jetzt dein neues Passwort. Und kann gleichzeitig aber auch noch mitgeben, dass er das nur einmal verwenden kann, weil sobald er sich dann halt nochmal anmeldet, müsste er dann halt eben den Passwort-Change machen. Da gibt es ja auch in der grafischen Benutzeroberfläche dann den Haken, User muss bei ersten Anmelden neues Passwort festlegen oder irgendwie sowas. Richtig, richtig, genau. Vieles davon sollte dann auch bekannt vorkommen. Wenn wir jetzt mal versuchen, uns mit dem Benutzer anzumelden, mit dem Ben. Schauen wir nochmal, wo wir sein Passwort hier haben. Da haben wir nämlich ein neues. Das erste ist nicht mehr gültig. Okay. Hast du jetzt das Passwort ausgelesen oder hast du jetzt ein neues kreiert in dem Moment? In dem Moment habe ich jetzt einfach nur das ausgelesen, was ich da oben in die Variable reingeschrieben habe. Ach so, Beim letzten Aber du kannst jetzt mit der PowerShell nicht auf bestehende User einfach denen ihr Passwort darüber auslesen. Nee, auslesen nicht, ich kann es aber neu setzen. Du kannst es neu setzen. Genau. Neu setzen wäre kein Problem. Aber das Auslesen funktioniert jetzt nur, weil du das vorhin in der Variable drinnen gehabt hast. Richtig, richtig. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich lasse mir vom Kollegen Huber das Passwort anzeigen. Genau. Okay. So, uns mag er jetzt hier nicht. Timed out, das kennen wir. Na, dann machen wir doch gleich den nächsten Schritt. Wir setzen ein neues Passwort. Okay. Wenn er das hier nicht mag, kriegt er halt ein neues. Und schauen wir, ob wir mit dem neuen auch uns anmelden können. Okay. Genau. Hier sehen wir jetzt, wir müssen wieder das aktuelle eingeben und dadurch, dass diese Policy halt vorgibt, dass wir das Passwort ändern müssen, fragt er uns hier natürlich gleich bitte neues Passwort aussuchen und eintragen. Und das können wir hier machen. Und dann werden wir auch sehen, dass wir uns anmelden können. Und dieses Passwort könntest du jetzt auch über die PowerShell nicht mehr auslesen, das jetzt der Nutzer dann da gesetzt hat. Genau, das kann ich nicht mehr auslesen. Ja. Das korrekt. So, jetzt sind wir als Ben angemeldet. Wir machen hier mal wieder die Abmeldung.
dauert leider mal einen Moment. In der Zwischenzeit, während er sich hier abmeldet, setzen wir den Account mal auf Disabled. Das heißt, die Anmeldung wird blockiert. Okay. Möchte er sich abmelden? Noch ein Punkt für PowerShell an der Stelle. Man muss nicht immer auf den Browser warten. Nein, wir möchten nicht warten. Ah, wir waren natürlich noch nicht angemeldet. Also sprich, was jetzt passieren müsste, wäre folgendes, wenn der Ben sich jetzt wieder versucht anzumelden, dann müsste er einen Hinweis kriegen, geht nicht. Genau, okay. Das ist korrekt. Das wäre jetzt das, was wir machen wollen, okay? So, wenn wir jetzt uns erneut anmelden als Ben, ja, mit dem korrekten Passwort. Aber da sagt er jetzt schon, Ihr Account ist gesperrt. Ach, da steht es auch schon, ja. Also von ja, dem her. Genau, Ihr Account has been locked, dementsprechend geht das Ganze nicht mehr. Okay. Und wenn wir den Account jetzt dann hier wieder freischalten, dann müsste es jetzt wieder gehen. Dann sollte es jetzt auch wieder gehen. Okay. So einfach ist es, Accounts zu sperren und wieder freizuschalten. Mhm. Kann man natürlich alles auch automatisieren, je nachdem. Okay. Gibt es vielerlei Gründe, Legal und sonstige Thematiken, hat das Unternehmen verlassen. Okay. Ja. Aber auf diese Art und Weise kann man erstmal, wenn man einen längeren Prozess hat, um sozusagen, wenn jemand das Unternehmen verlässt, dafür zu sorgen, dass die Daten abgezogen werden, archiviert werden, gespeichert werden, okay, kann man in erster Linie schon mal den Prozess beginnen, indem man sagt, der Account wird erstmal gesperrt. Okay. Jetzt hast ja du schon eine gewisse Arbeitsweise damit der PowerShell, die du hier auch verwendest. Wenn ich jetzt das nochmal mit der Eingabeaufforderung vergleiche, da habe ich ja die Befehle eigentlich alle auswendig wissen müssen und habe sie einfach nacheinander reingetippt. Du arbeitest hier ja mit diesem Visual Studio Code. Ja. Also sprich, du hast hier einmal die wichtigsten Befehle jetzt vielleicht für dich oben reingepackt in diese Struktur. Du hast die mit Kommentaren versehen, wie ich sehe, oder? Ja. Das Grüne sind Kommentare, genau. Und du tippst die dann aber nicht ab oder du führst sie auch nicht alle von oben nach unten aus, sondern du greifst dir einfach immer die raus, die du halt aktuell brauchst. Und so könnte ich das natürlich ja als Admin auch machen, dass ich sage, okay, ich suche mir einmal die wichtigsten Befehle für mich, ja, zusammen und baue mir einmal so eine Art, so eine Sammlung mit den ganzen Befehle hier auf. Ja. Und dann lade ich einfach bloß die nacheinander rein und kann jetzt da direkt meine Parameter eintragen und muss nicht jedes Mal wieder neu darüber nachdenken, was ich jetzt für einen Befehl brauche, ja, oder so. Also im Normalfall sind es natürlich, ist das fertige Skript dann nachher das, was ausgeführt wird, ohne dass man das jetzt hier noch irgendwie sieht oder auch so, okay, öffnet. An der Stelle verwende ich jetzt F8, um tatsächlich immer nur diese eine Zeile auszuführen, okay, oder also klickst in die Zeile rein und dann schreibt er die mehr oder weniger unten in die PowerShell rein und schickt die an Office 365. Okay. Aber es ist genau das gleiche, wie wenn ich das jetzt hier unten eintippe. Ja, ja, ja. Also okay. Das wäre gar kein Thema. Okay. Und ich habe hier halt eben die, die IntelliSense, okay, wenn ich die passenden Add-ins installiert habe, okay, oder Extensions. Bei mir ist jetzt die Standard-Extension für PowerShell von Microsoft in Visual Studio Code. Und dann sieht man hier halt eben schon gleich, was man bekommt. Wenn ich jetzt hier Azure AD eintippe, okay, alle diese Commandlets von Azure, okay, AD fangen auch damit an. Und dann kann man sich hier schon einiges raussuchen. Also, okay, beispielsweise get Azure AD Domain. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann wird er uns die Domäne zurückkriegen. Okay. Es ist jetzt hier nur eine, die gemanagt ist. Okay. Genau. Aber hier kann man schon sehr gut damit arbeiten, ohne jetzt auch viel im Vorfeld schon zu wissen. Man muss natürlich aufpassen. Also gerade wenn man das Ganze noch lernt, am besten immer in einem Demo-Tenant, ja, ja, weil wenn ich das in einer produktiven Umgebung mache, ja, da kann ich natürlich böse Sachen damit anstellen.
Vor allem, wenn ich auch vielleicht irgendein Skript oder irgendwas vom Internet mir kopiere, wo ich vielleicht jetzt noch nicht routiniert bin, dass ich überblicke, was das jetzt alles tut, dann ist das natürlich äußerst problematisch. Das sollte ich dann auf keinen Fall in der Produktivumgebung ausführen, weil wir haben ja gesehen, mit zwei Tasten drücken, wenn ich da irgendwas ausführe, sind Nutzer gelöscht, sind Nutzer gesperrt und so weiter. Ja. Und also da kann ich in sehr, sehr kurzer Zeit natürlich sehr, sehr viel kaputt machen. Genau. Okay. Also sprich, du würdest empfehlen, wenn man da damit anfängt mit der Arbeit, sich einen Demo-Tenant oder einen Test-Tenant von Office 365 mal zu holen und dann mit dem die ersten Gehversuche da zu machen. Absolut. Und das da aus zum Testen, bevor ich dann irgendwas produktiv mache. Absolut. Okay. Mit den Get-Befehlen macht man natürlich nichts falsch, aber sobald man Set anfängt zu verwenden, schreibt man gegebenenfalls Daten. Okay. Und, okay. Also mit Get heißt, da rufe ich immer Informationen einfach ab. Genau. Also kann ich davon ausgehen, wenn ich Get eingebe, dann ändere ich nie was an der Konfiguration. Davon sollte ich ausgehen können, aber wenn das natürlich jetzt Module sind, die jetzt, ich sage jetzt mal, aus eigener Hand stammen oder kopiert sind aus dem Internet. Ich kann jeden Set-Befehl auch einfach nur Get nennen. Aha, und trotzdem halt irgendwas tun. Dann formuliere ich es etwas anders. Und zwar, solange ich mich bei den Microsoft-Modulen und Microsoft-Befehlen aufhalte, kann ich davon ausgehen, dass mit Get-Befehlen ich nur Informationen abrufe. Ja. Und da ist das Risiko. Würde ich ruhigen Gewissens davon ausgehen. Okay. Und da habe ich eigentlich noch kein Risiko, dass ich da irgendwas verbiete. Die Befehle, wo aber mit Set anfangen, da heißt, da schreibe ich jetzt irgendwas zurück, irgendeine Eigenschaft, irgendein Nutzer, irgendwas halt. Genau. Also da nehme ich wirklich Änderungen vor. Okay. Ja. Also sprich, besondere Vorsicht geboten bei allen Set-Befehlen Absolut. In dem Moment. Okay, soweit verstanden. Gut. Das war es soweit zu dem Thema des User-Managements. Okay. Natürlich ziemlich viele Möglichkeiten da drin, aber das haben wir davon gesehen. Okay, also jetzt haben wir ja schon mal gesehen, wie man User anlegt, wie man User löscht, wie man User deaktiviert, aktiviert, neues Passwort setzt.